Da ist er immer noch, Jung. Geh doch jetzt mal weg. Alter, jetzt verschwinde. Jetzt kriege ich jetzt mal vor. Ich sehe den nicht. Das ist doof. Schnell hier weg. Kann ich hier runter? Nee, ich gehe nicht rüber. Komm ich da hoch? Wie komme ich denn da hoch? Was ist denn, wenn ich jetzt hier drauf gehe? Wenn er mal oben bleiben würde. Der blöde Kunde. Nicht so weit. Riechen. Ich duck mich. Ist besser. Gut. Jetzt sind wir hier drüben. Mann, hör auf zu knistern. Ich weiß zwar nicht, was ich hier drüben machen soll. Aber wir werden es sehen. Ja, die 6 Kugelteile haben wir jetzt. Jetzt gucken wir uns erstmal trotzdem nochmal hier unten weiter um. Ah, hier ist der Pilz. Das ist jetzt wieder die Seite. Wo ich mich eigentlich immer noch frage, warum ich das nicht aufkriege hier. Kann man was mit dir machen? Schreist du oder so? Kann man was dagegen schmeißen? Nö. Dann eben nicht. Dann gehen wir halt wieder. Ach, der ist ja normal. Gedacht, der kriecht jetzt. Na gut, dann gehen wir jetzt wieder. Ja, aber wir haben doch nicht alle Türen. Ich denke mal nicht, dass wir alle Türen schon durchsucht haben. Deswegen werde ich nochmal rübergehen. Aber ich hoffe es mal, dass der hier nicht ist. Dass er endlich mal weg ist. Was ich eh nicht glaube. Alter, was geht denn hier ab? Lass das sein. Was ist denn das? Was ist denn das? Ach, ein Kopf. Totenschädel. Brauche ich nicht. Jetzt bin ich doch wieder hier. Hä? Bin ich denn ja gerade mal blöde? Ich glaube ja. Ich bin gerade mal blöd. Lauf mal ein bisschen schneller hier. Von mir aus springen. Damit du ein bisschen schneller läufst. Der macht ein paar Geräusche beim Springen. Also es ist nicht wirklich eine gute Idee, sich hier irgendwo hinter solchen Säulen zu verstecken. Hier war mal drinne. Da mit dem Rad konnte man ja nicht wirklich anfangen. Also gehen wir jetzt mal hier raus. Und gucken jetzt weiter mal. Da sind wir gekommen. Und der ist doch schon mal da, irgendwo hier. Okay. Oh, der kommt. Wir verkriechen uns mal hier. Mal wieder. Ich sehe den aber nicht. Ich will den ehrlich gesagt gar nicht sehen. Ich guck mal, was hier ist. Ach nee, hier wollte ich sein. Der Krippe, der sterbende Mann, braucht ein spezielles Tonikum, das ihn rettet. Okay. Auf einem Notizzettel steht etwas von einer Mischung, die aus 3 Kredizen hergestellt wird. Ah, eine Notiz. Ich brauche eine Notiz. Wo ist denn die Notiz? Notizen zum Folter. Gut, jetzt lese ich mir das nochmal schnell durch. Bla bla bla. Bla bla bla. Bla. Ich weiß aber gerade mal nicht, wo das steht. Alter, jetzt lass es sein. Mann. Der braucht doch Impfstoffversuche. Das ist nee, das ist es nicht. Jetzt braucht eine Kugel. Grippe. Nee. Hä? Ich schaff das gerade mal nicht. Was soll denn die Notiz sein?
Alle Menschen gehen ähnlich mit körperlichem Schmerz unter Angst vor dem Bevorstehenden um. Aha, das hat man schon mal alles gelesen. Aber ich finde jetzt gerade mal nicht die Notiz. Oh, Notiz? Aber ich betone erstmal das I. Wo das stehen könnte, was ich brauche. Der Typ, der geht mir langsam auf den Nerv. Ja, das ist Notizen zur Folter. Aber der Agrippa braucht doch. Das war doch Agrippa. Nee, nicht das. Impfstoffversuche. Zerbrochene Kugel. Agrippa beim beeinflusst war ja. Nee. Ich weiß gerade mal gar nicht, warum ich hier drin bin. Agrippa, der sterbende Mann. Ja. Auf einem Notizzettel. Auf einem Notizzettel steht etwas von einer Mischung, die aus drei bla 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 hergestellt wird. Bla 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 bla. Bla bla bla. Der Sockel im Altar hat eine Vertiefung, in die eine Kugel passen könnte. Es wird eine Kugel benötigt, um in das innere Heiligtum zu gelangen. Seine Bruchstücke liegen in der Folterräume verteilt. Ja, das haben wir ja schon. Die Kugeln, also. Oder wie sehe ich das jetzt? Och Mann, ich weiß nicht, wie ich sitzen soll. Na gut, wir werden es schon irgendwie rausfinden. Ich weiß gerade mal nicht, was das für eine Macken hat. Ich gehe jetzt einfach mal. Ich hoffe, da ist jetzt hier nicht. Weil. Ich habe kein. Jetzt geht er hoch. Mann, oh! Jetzt geht er hoch! Geht doch. Lauf mal einen Schritt schneller. Gut, jetzt gehen wir halt. Ja, wieder raus. Ich glaube, wir müssen hier lang. Ich wüsste es nicht mehr. Hier ist schon mal so ein blöder Qualm. Wo ist die Tür? Wo ist die Tür? Hallo? Alter? Willst du mich verarschen? Da war doch was. Hehe, ich hab's gesehen. Ich bin nicht blind. Du bleibst schön da drüben. Ich sag mir jetzt nicht, das ist die Tür. Yippie. Und fall hin. Och nö. Bitte nicht. Das ist jetzt auch noch die Tür. Wo ich eigentlich raus wollte. Also hier ist es jetzt. Die Brücke rüber. Ich denke es mal. Die Tür hier irgendwas. Ich will hier raus. Scheiße. Oder ich bin so blöd und lüfte den jetzt noch voll in die Arme. Aber nein. Das darf nicht sein. Hier waren wir auch schon drin. Oder nicht? Das ist nicht die Tür. Das ist das Vieh, wo wir uns erschrocken haben. So gesagt ich. Egal. Gut. Hier brennt Licht. Ich will aber die Türe haben, wo ich wieder rauskomme. Mann, wo ist die Tür? Ich wusste, dass ich mich hier vor drinnen verlaufe. Es war mir sowas von arschklar. Und ich kann mir auch schon wieder gut vorstellen, dass ich mich wieder von das Vieh töten lasse. Wie ich mich kenne. Ich finde aber auch gerade mal keine Brücke. Ach, hier. Gehen wir mal wieder hier rüber. Hier müsste ja theoretisch hier noch irgendwo eine Brücke sein. Das Vieh ist hier. Das war mir sowas von klar. Ja, hier ist noch eine Brücke, von der wir gekommen sind. Ey, Alter, ich laufe hier im Kreis.
Hier ist eine Brücke. Super! Ja, so hätte ich es auch gemacht. Alter, scheiße, scheiße, hier ist es ja. Geh, 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 geh! An diesem Tag starb etwas in ihm. Zu sehen, wie sich dieser Mann davon machte, war mehr, als sein Verstand ertragen konnte. Alter, wir haben es geschafft. Warum habe ich die Tür vorher nicht gesehen? Mann, bin ich blöd. Hauptschiff. Er öffnete vorsichtig den Körper des Mannes und dachte bei sich, so muss sich Vater bei der Arbeit fühlen. Ein Künstler zu sein, der auf seine feinfühligen Fähigkeiten angewiesen ist, macht einen in gewisser Weise stolz. Ach Gott, ich weiß gar nicht mal, wo die Kugel war. Alter, lass das. Okay, er lebt auch noch. But if you could find it in your heart to gather the ingredients for Vias Tarkhan before attempting to mend the ore, there might still be a chance for you to save me. Please, my fate is in your hands. Ja, aber was denn? Ich hab nur Hanf. Ich weiß nicht, was du von mir willst. Zünd da mal das und geh da mal da rein. Und was ist, wenn ich das jetzt da... Kann ich mit der Hand kombiniert werden? Laut der Notiz muss das Tunikum sehr sorgfältig hergestellt werden. Was für eine Notiz? Mann! Ja, ist okay. Du hältst jetzt mal kurz die Klappe, weil ich brauche die doofe Notiz. Impfstoffversuche. Pilzverseuchten zu arbeiten. Das ist doch das, was wir, ja, das ist das. Das wusste ich. Das ist die, wo wir durch den Raum gegangen sind. Gut, jetzt brauche ich die andere Notiz. Seitdem ich Ergrippe gefunden und Kugel zurückgewonnen habe, hängen meine Forschungen von hier ab. Ja, gut, das hat man schon. Aber ich habe gerade mal keine Ahnung, was für eine Notiz er meinte. Ich denke mal nicht, dass es die Notiz ist. Ich muss ihn aber zuerst Agrippa geben. Was? Weil er behauptet, er versuche sein Bestes, um mich aus meiner Verbannung zu befreien. Ich müsse ihm aber zuerst Agrippa geben, damit auch er helfen kann. Wenn er mir den Erfolg garantieren könnte, würde ich ihm gern diesen Gefallen tun. Aber ich kann mich unmöglich von ihm trennen. Das sieht nicht so aus, als ob das die... Ach doch, das ist die! Die giftigen Pilze habe ich. Es sind nur drei, oder wie? Ohne ihn zu töten, indem ich ein Tunikum aus Lähmungsmittel, Lebensexistenz und Tapta verarbeite. Reichte. Gut, die Pilze habe ich. Dazu muss ich die innere Drüse eines großen Exemplars finden. Der Altarum scheint für diese Sorte fruchtbarer Boden zu sein. Dann könnte ich seinen Inhalt mit den entsprechenden Werkzeugs extrahieren. Die Lebensexistenz könnten wie gewöhnlich aus dem Blut jedes beliebigen gequälten menschlichen Opfers gewonnen werden. Ich brauche nur eine große Menge, um es richtig zu... Blablabla. Ich muss daran denken, es bei der nächsten Folter zu gewinnen. Tempta hingegen dürfte etwas schwieriger sein. Ich glaube nicht, dass es in dieser Welt existiert. Schon allein das Schreiben des Wortes mit diesem Buchstaben erscheint mir falsch. Ich muss mit Mara darüber sprechen. Er muss mir eine Wirt zur Verfügung stellen. Auch eine Breakout. Bla 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 bla.
Hoppla. Alter. Ja, jetzt habe ich das. Aber mir fehlen aber trotzdem noch zwei. Oder wie sehe ich das jetzt? Na, eigentlich schon. Was ist denn, wenn ich jetzt eigentlich nicht denen helfen will?